Sie war jung und hübsch.
Und sie hatte Glitzer. Na, Glitzer. Glitzer. Kleine Füßchen. Auf die kam es bei den Mädchen ganz besonders an. Seit wann kommt es bei Mädchen auf die Füße an? Also, ich wüsste da auch ein paar andere Sachen. Boah, ich frage doch keiner. Dich schon gar nicht, Monika. Was ich denn jetzt sagen? Also, die ganze Geschichte dreht sich um Philomenas Füße. Philomena lebte in der Jüngle eines Dorfes. Philomena war noch jung. Fast noch ein Kind. Und sie war eine Putzfrau. Hatte aber nicht viel Talent dazu. Sie wäre viel lieber Goldkrämerin geworden. Thank you.
du drauf hast. Oh, mach's mir bloß nicht kaputt. Das sind nicht meine Füße. Was? Meine Füße. Das sind sie nicht. Nicht deine Füße? Nicht im geringsten. Ja, wem sind sie dann? Ach, hör doch auf. Ach, diese Philomena. Was soll ich sagen? Ich habe jedes Krokodil im Dschungel links gemacht. Eins nach dem anderen. Deine Füße waren halt einfach nicht drin. Soll das heißen, ich muss die restliche Zeit hier jetzt so rumstehen wie ein Eimer? Ich gebe dazu, das sind gar keine Füße. Das sind Hausschuhe. Pack sie doch mal aus, liebste Philomena. Vielleicht passen sie ja. Wie denn, liebster Paul? Ich habe ja nicht mal Füße für rein. Hey. Mal schön hier geblieben, mein Kurzer. Das war ja eben ganz schön flott für einen mit ohne Füße. Ja, guck mal da. Ein Fuß. Insel, darf ich jetzt zu meinem Pferdchen? Hundertmal Dank! Was denn? Fass dir doch wenigstens dein Eimer mit! Oh Mann! Was denn? Hey, was denn? Da ist der Schwanz! Hey, was denn? Das ist das Ende!